Und hier haben wir also im Prinzip immer noch das Gleiche. Und die Frage ist also jetzt wirklich, wie kommen wir denn von so einem Tier Richtung Vögel? Zum letzten Mal erklärt Professor Martin Sander Besuchern der Dinosaurierausstellung im Museum König die Exponate. Bei der Expertenführung erläutert der deutschlandweit bekannte Saurierforscher die Skelette immer unter einem speziellen Gesichtspunkt. Thema heute die Evolution der Dinosaurier. Gerade sind sie beim Giganotosaurus. Giganotosaurus hat einmal eine Bedeutung für die Evolution, weil er eben zeigt, wie groß Raubtiere werden können, viel größer als heutige Säugetierraubtiere. Und außerdem ist Giganotosaurus ja auch in der Vorfahrenlinie der Vögel. Und das zeigt also, wie aus einem riesigen Raubtier ein fliegender Vogel werden kann. Professor Martin Sander leitet die DFG-Forschergruppe 533. Sie untersucht, warum die Sauropoden so wahnsinnig groß wurden. Das ist ein Zusammenspiel, eine einzigartige Kombination aus primitiven Merkmalen, die Sauropoden von ihren Vorfahren ererbt haben auf der einen Seite und eben evolutiven Neuerungen, also sozusagen Erfindungen der Evolution. Und deren Zusammenspiel ermöglicht den Gigantismus. Bei dieser einzigartigen Ausstellung war ein Treffen der Forschergruppe hier ein Muss. Wir haben uns natürlich es nicht nehmen lassen, dann bei einer einmal hier eben auch mit der ganzen Forschergruppe, also 35 Leute hier zu fachsimpeln, dass es krachte. Und dann haben wir uns auch nicht nehmen lassen, hier zu Abend zu essen unter dem Giganotosaurus. Kaum vorstellbar, Wissenschaftlertafeln neben diesem Saurier. Aber auch aus anderen Gründen war das Treffen ein echtes Highlight. Die meisten Leute in unserer Forschergruppe sind ja keine Paläontologen. Und für die ist es doch immer ein bisschen abstrakt, wie so ein Sauropode aussieht. Und es bringt einfach ungeheuer viel, wenn man vor so einer Skelettmontage oder Rekonstruktion steht und sich dann unterhält. 6 Monate sind rum, gerade werden die Saurier wieder eingepackt. Ihre Reise geht weiter nach Frankfurt zur nächsten Ausstellung. Ohne die Hilfe der Paläontologen der Universität Bonn wäre der Erfolg der Ausstellung nicht möglich gewesen. Rund 200.000 Besucher waren in den 6 Monaten da. Davon wurden allein 4.500 Schüler durch die Ausstellung geführt, meistens von Studenten. Ausstellungsleiter Thomas Gerken weiß das und ist dankbar und zufrieden. Gerade die Beteiligung von Herrn Professor Sander war besonders wichtig durch sein Expertenwissen und auch die Vortragsreihen, die er allgemein verständlich durchgeführt hat, aber auch seine allgemein verständlichen Führungen für den normalen Museumsbesucher haben sehr zum wissenschaftlichen Wert der Ausstellung beigetragen, beziehungsweise zum Verständnis der wissenschaftlichen Exponate, die von Herrn Sander besonders geschätzt wurden. Die Ausstellung war eine ganz tolle Sache und ich habe auch, als ich hier reinkam, war ich schon ein bisschen wehmütig, weil ich ja immer wieder hier war und ich weiß nicht, wie viele Führungen gemacht habe. Und es bringt einfach was, dieses selbst für mich. Die Ausstellung ist für den Paläontologen Inspiration für seine Forschung. Nicht nur wegen der Exponate, sondern vor allem wegen der Besucher seiner Führungen. Das ist auch immer eine erstens Herausforderung, zweitens auch ein Erkenntnisgewinn, eben Laien irgendwas zu erklären. Und da kommen nämlich immer wieder spannende Fragen, über die man so in seiner Fachblindheit noch nie nachgedacht hat. Also zum Beispiel sagten mir die studentischen Hilfskräfte, die viele Führungen hier machen, dass sie immer wieder gefragt werden, wie denn so ein Sauropode geschlafen hat. Und das ist sicher ein Problem gewesen, haben wir noch nie drüber nachgedacht. Für die Forschergruppe ist dieser Aspekt gerade nicht relevant. Dabei könnte er spannend sein, denn Schlaf ist wichtig für die Regeneration des Gehirns. Aktuell versuchen die Forscher herauszufinden, wie die Sauropoden das Problem der Überhitzung gelöst haben. Gerade jetzt im Sommer auch ein heißes Thema.